Max-Account, das ist ja gar nichts. Junge, dein Ernst, Alter. Du gehst jetzt mal auf das 2010-Angebot und kaufst das mal. Und... Was? Junge! Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Unter allen Leuten, die meinen Creator-Code im Shop verwenden, wird im Februar jeden Tag ein Gewinner 15 Euro iTunes oder Google Play gewinnen. Macht dafür einfach ein Video, wo ihr etwas mit Juwelen im Shop kauft mit meinem Creator-Code und markiert mich auf Instagram, um teilzunehmen. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video, Freunde. Ja, Mann, heute gibt's mal wieder ein Video aus dem Hotel, man glaubt es kaum. Flash gibt's es auch am Start, was Hallo, geht? Hallo, na? Genau, Freunde. Der Sturm Sabine hat auf jeden Fall auch ein bisschen gewütet, deswegen gibt's hier noch ein weiteres Video aus dem Hotel. Ja, diesmal nicht aus dem Badezimmer. Ja, das stimmt. Diesmal nicht aus dem Badezimmer. Weil diesmal ist noch Tag. Ja, das stimmt. Wir hätten eigentlich ein bisschen aufmachen können für die Beleuchtung. Fällt mir gerade auf, aber egal. Ja. Egal, Freunde. Heute gibt es ein richtig krasses Video. Nämlich wird heute Clash Games alles bestimmen, was ich in Brawl Stars tue. Steuer dich dann. Oha, so eine Marionette. Hey. Krass, Alter. Also, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe ein bisschen Angst, Freunde. Ja, ihr habt das Video vielleicht schon mal gesehen bei Puki. Ja, auf jeden Fall Grüße gehen raus. Ich würde sagen, ja, wir können einfach mal starten. Ich habe ein bisschen Angst, Freunde. Ich weiß nicht, was er sich jetzt ausgedacht hat hier. Wir werden erstmal die ganzen Ereignisse abholen. Ja, also ich würde sagen, wir können ja einfach mal direkt anfangen, Leute. Lass natürlich jetzt schon mal gerne wieder einen Daumen nach oben da. Ja, Mann. Und zwar gehst du jetzt mal auf deine Brawler. Aktuell ist ja gerade bei der Season Reset, also ja, ist ja eh nach Meistertrophäen sortiert. Du gehst jetzt mal auf B natürlich. Okay, Und auf einmal auf Auswählen. So, dann gehst du in welchen Modus nehmen wir? Wir nehmen einfach mal... sowas, was richtig doof ist. So Hot Zone. Oh nein, Junge. Hot Zone. Und warte mal, du darfst natürlich nicht die erste Star Power nehmen. Okay. Sondern du nimmst diese Star Power. Das ist schon mal fies. Das ist schon mal fies, Freunde. Und jetzt viel Erfolg. Oh nein, Junge. Ich werde es euch sagen, von Hot Zone. Ich habe es insgesamt, glaube ich, dreimal gespielt. Ja, ich glaube, ich auch. Okay, Freunde, wir geben unser Bestes. Wünsche mir Glück. Danita ist Das ist Team. Das ist schon mal Ehre. Ja, Mann, kannst sogar das Danita mal holen. Ja, warte, ich hole das mal. Ich habe natürlich auch den Merch an, Freunde. So. Oha, okay. Also, schaut euch das mal an. Mann. Grüße auf jeden Fall an die Zuschauer, die das gemalt haben. Richtig hier einmal krass, das. Und... hier auch nochmal, Danita, sehr ehrenvoll. Ja. Einmal von Pete und dann von Tim. Grüße gehen raus, Jungs. So, und wie sieht's gerade aus? Joa, ich sag mal so, also gerade vielleicht jetzt nicht so optimal, aber jetzt, schau mal, haben wir beides erobert. Ist das nicht mal ganz nice? Ja, ich würde sagen, du setzt einfach auch mal die ganze Zeit nicht deine Ulti ein, würde ich mal sagen. Was, Junge? Dann ist doch mal ein bisschen spannender. Komplett ohne Ult. Ja. Oh, warte. Oh, okay. Ja, du machst weiter. Ja, ich mach weiter, Freunde. Ich glaube, Frühstück ist gerade am Start. Kevin. Alles hast du verkackt. Wir haben so verkackt, Alter. Nur wegen dieser dummen Ult, Alter. Leute, aber wenigstens ist unser Frühstück gekommen. Ja, aber Frühstück ist am Start. Richtig ehrlich. Wie viel habt ihr denn verloren? Junge, 32-22. Uff, Junge, uff. Okay, das ist aber schon mal... Hey, das ist schon mal gut gelaufen, muss ich sagen. Schon mal hier minus 7, aber ich glaube, B ist immer noch dein bester Brawler, ne? Ja, ist immer noch am höchsten. Okay, so, dann gucken wir mal weiter. Also erstmal gehst du mal wieder auf den Homescreen, so. Was haben wir denn gerade so im Shop? Kannst du mal gucken? Ja. Ja, komm, kaufen wir erstmal Markenverdoppler. Okay, ja gut, den kann man immer gebrauchen, Freunde, sag ich einfach mal. Das stimmt. Ehre. So, dann schauen wir mal. Skins hast du ja irgendwie sowieso nicht. Ja, aber die kann man ja gar nicht so viel kaufen. Wir können jetzt nur unnötig irgendwie so eine große Box kaufen. Nein, Junge. Ja, doch, immer so eine große Box. Was? Ja, doch, 500 Star-Points. Bisschen Gold, Freunde. Ja. Hey, ich hab mir noch nie so eine Box geholt. Ich auch nicht, Junge. Nein, Leute, es tut weh. Das sind so viele Pokale, die man dafür pushen muss, Junge. Und was kriegst du? Gold! Oh, Alter! Nice, Junge. Und zwei Tickets. Hat sich gelohnt, Junge. Ja, aber kannst sagen, für zwei Tickets alleine Freunde, hat sich schon gelohnt. Ich spare auf die Gold-Mecha-Skins. Das ist einfach unfair. Ja, da fehlen aber sowieso noch 37.000. Ja, das dauert also... Drei Jahre. Acht Monate. So, okay. Warte mal. Dann überlegen wir uns mal, was du als nächstes machen könntest. Freunde, ich habe Angst. Okay, also die nächste Aufgabe. Du gehst jetzt mal auf deinen Club. Du bist da ja Anführer, ne?
Ja, genau, Freunde, der Team Lukas Club, ihr kennt ihn. Hier ist er nochmal auf jeden Fall so, am Start. Sehr nice. Dann kannst du jetzt mal, warte mal, wo kommt man hier? Da kannst du eine Nachricht verschicken. So, dann trägst du da einmal ein. Folgt alle. Nein, Junge. Folgt alle at Real Clash Games. Jo, wahrscheinlich. Junge. Auf Instagram. Ja, ich hab's natürlich hier richtig geschrieben, Kappa. Okay, warte. Ich korrigiere das sogar mal auf Ehre. Ja, ich glaube, das ist gar nicht okay, so schlimm, nee. Nur das große Egal. A. Ja, und ja. Absenden. Ja, können, da kommen noch mal so, wie viele Leute sind im Club? 100 Leute, ne? Oh nein, Junge. Ey, Mann, ey, warum nicht mein eigenes Insta? Ja, das, du hast ja auch noch ein Video. Ja, okay. Also ich will dich jetzt natürlich nicht auf Ideen bringen, aber... Ja, ja, ich werde mir was ausdenken, Freunde. So, was können wir denn hier noch machen? Du kannst ja mal den Club mal irgendwie... Geh mal auf Einstellung vom Club. Ja. Und mach dir mal so für das restliche Video einfach mal so auf null Pokale. Was? Junge. Sind aber erstmal, glaube ich, eh voll, oder? Ich glaube, aktuell ist der voll. Ja, aber mach mal. Wenn dann einer verlässt, bin mal gespannt, was dann passiert. Okay, Freunde, wir merken uns aber 17.000. Junge, Alter, wie oft ich da tippen muss, Mann. Junge. Also, okay. Wenn ihr das jetzt hier gerade seht und zufällig den Club gerade seht, ja, probiert gerne reinzukommen. Ja, okay, null Pokale. Ja, mach mal. Oh mein Gott. Da wird wahrscheinlich eh nichts passieren, aber... Ich glaube auch nicht, aber wir werden sehen, wenn wir so runterscrollen, noch einmal ist einer mit zwei Pokalen da drin, dann wissen wir warum. Ja. Okay. Ich glaube, du hast ja ein paar Accounts auch, so, ne, insgesamt, ja. Ein paar Royces-Accounts. So ein paar, ja. Ich würde sagen, du gehst jetzt einfach mal so auf deinen neuesten Account, den du erstellt hast. Okay, Freunde, ihr seht hier, wir haben ja eine große Liste von Accounts, auf jeden Fall, das sind nicht alle. Weil einen Monat lang wurde irgendwie nicht gespeichert hier in der Liste. Mhm. Also ihr seht jetzt natürlich nicht den E-Mail-Namen, ne? Aber okay, ich soll auf meinen neuesten gehen, auf den untersten. Ja, auf den da. Okay, gehen wir mal drauf, Freunde. Schauen wir mal, was das genau für ein Account ist. Ich weiß auch noch nicht so genau. Lukas Big Box heißt der, okay. Das ist vielleicht für so ein Opening Battle für uns beide. Ja, wahrscheinlich war der so gedacht. Also da ist noch nichts drauf, aber auch keine Brawler. Okay. Ja, fangen wir mal an. Gehen wir mal in den Shop. Okay. Und du gehst jetzt mal auf das 2000 Juwelenangebot. Oh, Junge. Und kaufst das mal. Okay, einfach kaufen, sagst du? Ja, einfach mal kaufen. Okay, machen wir. Okay. Ja, die ersten 2000 Juwelen sind drauf. Ja, Freunde. So, jetzt muss ich mir mal was. Jetzt muss ich mal ganz scharf nachdenken. Mhm. Also, wir sind jetzt schon hier bei 110 Euro, Freunde. Du kaufst nochmal 2000 Juwelen. Nochmal? Ja, es hat gerade. Es kam gerade so ein Blitz in meinem Kopf. Nochmal 2000? Nochmal. Ja, okay, Freunde. Oh mein Gott, Leute. Ey, jetzt schon 4000 Gems, das ist eigentlich schon ultra viel. Ja, dann überlegen wir jetzt, was hast du denn jetzt hier auf dem Account alles so im Shop? Haben wir hier irgendwas Interessantes? Ja, wow, du hast ein Skin schon mal. Ja, ist nice. Du darfst jetzt schon mal einen Creator-Code eintragen. Trag mal einen Creator-Code ein. Ja, damit kaufst du jetzt erstmal ein Skin. Okay. Ehre, Freunde. Bandita Shelly finde ich zwar am schlechtesten von allen Skins, aber wird gekauft. Ja, Mann, let's go. Okay. So, und jetzt machst du erstmal fünf Megaboxen auf, würde ich sagen. Okay, fünf Stück? Ja, genau, fünf. Okay, Freunde, let's go. Und dann müssen wir nochmal was wechseln. Aha, der Boxer. Der Boxer. Nice. Grüße nice. Gehen raus. Okay, würde ich sagen, in der ist wahrscheinlich dann nichts drin. Ja, du darfst auch sogar das Angebot, die Angebotskiste kaufen. Boah, das ist aber lieb von dir, wirklich. Mhm. Ehre, Ehre. Wir müssen auch mal ein bisschen freundlich sein. Kevin, moin. Ja, hi. Na? Okay, dann haben wir jetzt noch zwei übrig. Ja. Da wird nichts drin sein, Leute. Wir sind ja Megabox-Experten, wir wissen das ja schon. Ja, und Karl. Darin. Okay, Freunde. Okay. Let's go. Und jetzt machst du nochmal fünf Boxen auf. Nochmal fünf. Aber davor musst du einmal kurz den Creator-Code nochmal wechseln. Oh nein. Ich wollte nicht zu fies sein. Oh nein. Du weißt, glaube ich, welche da jetzt reingehört, ne? Ja. Grüße gehen raus, Landi. Grüße gehen raus. Ja, okay. Ich glaub, und jetzt kaufst du nochmal fünf Boxen. Nochmal fünf Boxen, aber Big Boxen jetzt, ne? Nein. Mega Boxen. Wir gucken jetzt mal. Vielleicht ziehst du ja sogar noch was Gutes hier. Ja, wäre krass. Oh, wir haben direkt was Neues. Oh, okay. Die Boxerin. Die Boxerin. Ja, kann man machen. Mhm. Let's go, vorne weiter geht's.
5 verbleibende und... Oh! Lol. Siebte Box, Digga. Einfach mal die Biene, hä? Ja, ist krass, Mann, ist krass. Okay, und die achte Box. 5, ja, auch da was. Ist doch, lol. Okay. Die Supercell-ID. Moin, Grüße gehen raus an den Barkeeper. Ja, Mann. Und jetzt nochmal 6. Oh, lol. Ja, Ehre. Junge. Was geht jetzt ab? Okay. Und... Was? Junge. Junge, jede Box neuer Brawler. Hä? Lol. Lol, einfach okay, mal krass. Tara, Junge, wie random ist das denn? Okay, danke dir so. Also funktioniert ja sogar ganz gut gerade. Ja, und dann. Noch die, eine Box, ja, war's, die letzte Box, die darfst du auch noch. Ja, okay. Machen. Wieder 6, Junge, alle 5 Boxen ein Brawler. Hä? Das ergibt gar keinen Sinn. Vielleicht sogar 2? Nee. Okay, schauen wir mal, was drin und ist. Und. Oh, okay. Grüße gehen raus. Ja. Ey, okay. Lol, das war heftig, ne? Schau mal, wir haben mit 10 Boxen 9 Brawler. Das kann man mal. Einfach mal B und Tara. Das ergibt gar keinen Sinn. Ja. Ja, Leute, ich würde sagen, du bist, glaube ich, jetzt erstmal entlassen. Einmal darfst du noch Magenverdoppler kommen. Okay, nochmal Magenverdoppler sagst du. Ja, okay, das, passt. Das reicht. Also, herzlichen Glückwunsch. Sie haben die Clash Games Challenge überstanden, Sir. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr darüber. Leute, jetzt werde ich mich nochmal rächen im umgedrehten Teil. Oh nein. Oh ja, ich habe mir schon einige Sachen ausgedacht, Freunde. Wird krass. Lasst nochmal ein Like da und natürlich in die Kommentare schreiben, was ihr gemacht hättet, wenn ihr in meiner Position wärt, Freunde. Genau. Und dann würde ich sagen, das war's dann vor dem Review und ciao. Ciao.